Herzlich willkommen, meine Freunde, zu einer neuen Ausgabe von WWE Supercard, die letzte Ausgabe vor Weihnachten. Und ich sag's vorweg, es wird nicht so schnell die nächste kommen, weil Weihnachten halt Montag, Dienstag, Mittwoch, da werde ich nicht zu Hause sein. Deswegen kann ich auch keine Folge aufnehmen. Das wird also erstmal für ein paar Tage die letzte Folge. Aber wir holen es natürlich nach. Da braucht man sich keine Sorgen machen. Wir sehen hier, Ring Domination hat gestartet. Hat heute gestartet. Ihr seht die Folge wahrscheinlich am Freitag oder Samstag. Ich weiß es noch nicht. Ich denke mal am Freitag oder Samstag. Ihr werdet es ja sehen. Auf jeden Fall haben wir einiges zu tun in dieser Folge. Wir haben die Team Road to Glory. Ich werde jetzt so aufpassen, dass ich die richtigen Namen nenne für die Events. Team Road to Glory haben wir gespielt. Daumen hoch ans Team auf jeden Fall. Wir haben kollektiv gegrindet und uns die Shattered-Karte geholt. Wir gucken mal gerade rein, die wichtigsten Karten. Das waren ja einmal Sin Cara auf Gothic, dann auf Neon, der gute Cedric Alexander und hier die Zerstört-Karte für jeden einen Buddy Murphy. Coole Karte auf jeden Fall, hab da schon eine Verbesserung drauf gemacht, wegen einem Ticket, aber auch nur. Ja, 4 Shattered-Karten. Schauen wir mal, wo die Reise hingeht. Auf jeden Fall, jeder von uns hat Buddy Murphy, das ist auch schon mal sehr, sehr gut. Bevor wir starten, machen wir ganz schnell hier, oh, was ist das denn hier für ein Dreck? Ach so, ja, alles klar. Werde ich mir ganz bestimmt nicht holen. Einmal hier, das ist übrigens auch weg, die Schweine. Haben die Schneeflocken einfach weggemacht. Kotzt mich ein bisschen an. Aber wir haben ja bisher echt Glück. Und das machen wir jetzt auch alle als allererstes. Ich habe schon 2 Fusionen fertig von der Weihnachtsfusionskacke, hätte ich fast gesagt. Und eine Fusion machen wir gleich noch auf. Die ist auch gerade fertig geworden. Da habe ich kurz gewartet mit dem Video, bis es fertig ist. Einmal haben wir Goliath. Man kann Goliath bis zerstört fusionieren. Wenn man Glück hat, hat man halt einen zerstört Pro, also wenn man extrem Glück hat. Wir haben eine Goliath-Karte drin gehabt und zwar die gute Sonya Deville. Ich finde das Design ist echt knuffig, ja, mit diesem ja, Keks, also ist echt, kann man auch kein Daddy mal loben, ist ein schönes Kartendesign für die Weihnachtsgeschichte. Ich finde aber, das Bild ist sau cool von ihr. Ich hätte jetzt gerne eine Sonya Deville-Karte, die mir was bringt, nur um das Bild da drauf zu tun. Das ist echt richtig cool. Bringt mir natürlich nichts, die Karte, aber das Bild ist geil. Und wir hatten einmal Glück, dass wir Gothic haben. Ja, das ist der gute Tyler Breeze und auch das Bild finde ich ziemlich cool. Also die Bilder bis jetzt, die ich gesehen habe, habe auch schon gegen ein paar gekämpft, die schon tatsächlich zerstört hatten und sogar einen zerstört Pro. Also so viel Glück hätte ich auch gerne mal. Aber okay, aber die Bilder sind echt richtig geil geworden. Auch das Bild gefällt mir gut. Kann ich leider auch nicht nutzen, weil kein Tyler Breeze, mit dem ich spielen kann. Ring Domination, gucken wir gerade mal rein. Ich habe noch nicht viel gespielt, habe aber schon 4 Teile. Also ich habe erst eine Runde gespielt und also einmal alle 5 Spiele weggemacht und tatsächlich 4 Teile aufgedeckt. Kann sich sehen lassen, das hier wird übrigens Kane. Die hinteren weiß ich leider nicht. Neon müsste... Wer ist Neon nochmal? Ja, ich habe es mir vorher noch angeguckt, was es ist. Also Kane ist auf jeden Fall die Gothic-Karte. Die Zerstört-Karte ist Ricochet. Aber die... Ah, die Neon-Karte ist Bayley. Genau, die Neon-Karte ist Bayley. Eine Diva werde ich mir auf jeden Fall holen. Kein Pro, aber Neon-Diven nehme ich doch gerne mit. So, was gibt es eigentlich noch zu tun? Wir machen erstmal Ticket-Packs auf und zwar 2 Stück. Reicht genau für 2 Stück. Ich erhoffe mir wie immer nichts, aber umso größer dann die Überraschung, wenn mal was Cooles kommt. Das ist natürlich wieder nur Schrott. Einmal Schrott und wahrscheinlich 2-mal Schrott. Alles klar. Richtiger Mist, aber zum Leveln ist es ganz gut, weil ich habe nämlich ein bisschen was zu leveln. Wir haben noch das TBG-Pack, TBG-Neon-Pack. Müssen wir noch öffnen, aber ich glaube, wir machen erstmal hier unsere Fusion. Ich weiß gar nicht, wie viele... Ah, kann man jetzt nicht sehen. Naja, egal. Wir gucken uns die Fusion an.
von den Schneemännern und hoffen einfach mal auf eine geile Karte. Puh, ich bin gespannt. Eine Shattered wäre der absolute Hammer, aber wollen wir mal nicht übertreiben. Feuerfrei! Und jetzt ist Fandango auf Gothic. Ja, da haben wir noch das Tag-Team. Auch eine ganz coole Karte eigentlich. Ein cooles Bild auf jeden Fall. Ich weiß nicht, die Bilder mag ich irgendwie. Ja, Gothic wieder. Also gar nicht mal so schlecht. Wenn wir jetzt noch einen Tyler Breeze, wäre mir ganz lieb gewesen. Die kann ich nämlich tatsächlich gebrauchen. Ja, nur noch drei Schneemänner. Das heißt, wir müssen erstmal ein bisschen farmen. Weil ich glaube, ich habe auch nicht mehr 1, 2, 3, oh, scheiße, Moment, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, mir fehlt eine verdammte Schneeflocke, dann kann ich die schon wieder starten, mache ich später, die eine Schneeflocke, da werde ich 1, 2 Runden Ring Domination spielen, dann geht das. Money in the Bank, fast vergessen, ich habe 32.400 noch was, 456, da steht es ja eigentlich, Verträge, die Belohnungen laufen heute ab. In 6 Stunden gibt es neue Belohnungen. Dann wird es Shattered-Karten geben. Das ist schon mal sehr gut. Ich werde auch eincashen, weil ich mir ziemlich sicher bin, dass ich in diesem nächsten Zyklus die zweite Karte bekomme. Und dann habe ich meinen ersten Shattered-Pro. Und zwar, ja, TLC natürlich. Und ich bin sehr, sehr enttäuscht. Ich muss eincashen bei zwei Wrestlern, die ich überhaupt nicht leiden kann. Der eine ist Finn Bella, das kleinere Übel, würde ich mal sagen. Der geht noch. Ja, den kann ich ertragen, aber dann gibt's als Alternative noch Dean Ambrose, mein absolut langweiligster Wrestler ever. Wirklich ever. Jim Duggan war spannender als Dean Ambrose. Ja, mittlerweile als Psycho-Gasmasken-Heini geht's eigentlich, aber ich mag ihn einfach nicht. Wie dem auch sei, ich werde wahrscheinlich eincashen. Sehr wahrscheinlich. Also ich werde auf 100%ig eincashen, weil Shattered Pro... Ah, jetzt, es kommt noch drauf an, ne? Wenn das vielleicht eine Diva gibt, die ich Pro habe, boah, dann weiß ich es nicht. Dann weiß ich es nicht, weil... Boah, Gothic ist schon 16.000. Das werde ich nicht schaffen. Ich werde eincashen. Ich werde Shattered eincashen. Muss ich auch gleich mal erstmal hier noch ein paar Runden spielen, dass ich hier noch Contracts bekomme. Wie dem auch sei, wir öffnen zu guter Letzt natürlich unsere TBB, kennt ihr das schon? TBG-Belohnung, 187ers, ja, die haben absolut gar nichts von den 187ern gehabt. 0 zu 15.000, knappe Sache. Wir fordern auf jeden Fall unser Platin-Pack ein. Und wäre geil. Ich habe ja so einige Karten, die ich gut finde. Aber ein Neon Pro wäre schon sehr, sehr nice. Nicht nur für Road to Glory, sondern auch für Ring Domination. Weil, wenn ich noch einen... Also ich werde Bo Dallas und Jey Uso, bald als Neon Pros haben. Vielleicht reicht das, um in Ring Domination schon auf Zerstört zu kommen. Wenn nicht, brauche ich halt noch einen Neon Pro und das könnte jetzt soweit sein. Und wir öffnen das Paket. Ach du Scheiße. Erstmal die Battle Points. Alles klar. Dann das Schlechte, Buddy Murphy. Und hier könnte ja noch eine Diva sein. Ne? Das ist schon mal keine Diva. Eigentlich ganz geil. Puh, Becky Lynch Neon. Bailey Neon. Oder Billie Kay Neon. Oder halt, keine Ahnung, wen habe ich bei Shattered? Ist auch egal, da sind, bei Shattered. Bei Gothic sind ja einige Diven mehr. Eine Pro-Diva wäre der Hammer. Aber wir gucken. Erstmal die Gothic-Karte. Roman Reigns ist ein Pro. Ich weiß nicht, ob er mir noch was bringt oder ob ich schon genug Gothic-Pros und Neon-Pros habe für Road to Glory, aber... Da das ja noch eine sehr starke Gothic-Karte ist, bringt die mir auf jeden Fall was. Und die Neon-Karte. Wir lassen uns überraschen. Es ist... Boah, AJ Styles ist eine sehr geile Karte. Aber Single. Leider eine nächste Single-Karte. Es wird mir nicht angezeigt, aber es müsste... Also da müsste ich mich schon echt krass vertun. Ich muss die erstmal hier loggen, nicht, dass ich die aus Versehen wegpacke. Da ist ein Roman Reigns, der ist auch noch nicht ganz trainiert, aber ist nicht so schlimm. Hier ist der andere Roman Reigns, sehr schön.
Und Neon. AJ Styles würde mich schwer wundern, wenn ich den hab. Habe ich nämlich nicht. Wir haben John Cena. Wir haben schon einige starke Karten. Auch Michael Pierce Hayes ist ja saustark. AJ Styles ist natürlich eine Hammerkarte. Aber leider keine Pro. Bisschen bitter, aber die nächste TBG läuft ja bereits. Bin schon auch fleißig am Sammeln. Aber wird ein schwerer Gegner diesmal. Ich glaube, es ist Gothic +++ Gegner. Lassen wir uns mal überraschen. Das war's auf jeden Fall mit der Folge. Ich hoffe, dass sie euch gefallen hat. Wir haben einiges gemacht. Ich werde natürlich weiterhin fusionieren, was das Zeug hält, um da irgendwas Cooles noch rauszubekommen. Money in the Bank werde ich mich anstrengen. Und ja, mehr gibt's eigentlich nicht zu sagen. Wir werden uns auf jeden Fall Ricochet und Bailey noch holen. Und ja, ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuschauen, für eure Aufmerksamkeit. Hoffe, dass es euch gefallen hat. Und an dieser Stelle wünsche ich euch auch schon mal frohe Weihnachten. Denn vor Weihnachten werden wir uns auf diesem Kanal nicht mehr hören. Ja, verbringt die Zeit mit eurer Familie, genießt die Zeit, spielt ruhig ein bisschen weniger Supercard in den Feiertagen. Rinjehauen, bis zum nächsten Mal.